Dankeschön. Die Musik ist toll. Sie unterstützt uns ganz großartig. Liebe Freunde und Freundinnen, Bürgerinnen und Bürger, Le Terreur, der Schrecken, hat uns dieser Tage wieder heimgesucht. Die Bombenanschläge des IS in Brüssel galten dem politischen Zentrum Europas, aber getroffen wurde die zivile Bevölkerung. Wir trauern mit Belgien, wir trauern mit den Angehörigen. Wir beklagen die Toten und 300 verwundete Menschen, die unschuldig hier wie in Paris, Istanbul, Diyarbakir, aber auch in Nahost und in vielen Regionen der Welt unter Kriegen und Gewalt leiden müssen. Ihnen allen gilt unser Mitgefühl. Lasst uns einen Moment der Opfer gedenken. Wir sind solidarisch mit allen Menschen, die sich retten können, auch in unser Land. Wir müssen zusammenhalten, aber wir müssen auch Widerstand leisten gegen jene politischen und wirtschaftlichen Kräfte, die Ausbeutung, Armut und Kriege verursachen. Wir wissen, die europäischen Nationen sind mitschuldig an den Missständen, die zu Aufruhr und Terrorismus führen. Neokoloniale Ausbeutung der Ressourcen und ein ungerechter Welthandel sind die Hauptursache dafür. Im letzten Jahr waren wir bei dieser Veranstaltung von der Sorge beherrscht, dass es infolge des Ukraine-Konfliktes zwischen Russland und der NATO wieder zum Krieg in Europa kommen könnte. Die mit Macht betriebene militärische Aufrüstung in Deutschland, besonders auch an Standorten in unserer Region, hat uns alarmiert. Und heute, es werden in wachsendem Maße Millionen in den militärischen Bereich investiert. Die Zahl der Soldaten und Soldatinnen soll aufgestockt werden und es wird schon bei Kindern für eine militärische Laufbahn geworben. Die Bundeswehr als Speerspitze der NATO wurde mit der schnellen Eingreiftruppe dauerhaft an den Westgrenzen der Russischen Föderation stationiert. Was ist das Ziel? Bürgerinnen und Bürger, Deutschland soll wieder eine Militärmacht werden. Und das trotz unserer Vergangenheit in zwei Weltkriegen. In diesen Tagen probt die NATO mit deutscher Beteiligung mal wieder den Ernstfall im Krieg gegen Russland. An der Übung Cold Response in Norwegen sind auch die US-Bomber B-52 beteiligt, die atombombenfähig sind. Beim Warschauer NATO-Gipfel im Juli dieses Jahres werden Strategien besprochen, die den Einsatz nuklearer Waffen einschließen. Hatten wir nicht gehofft, dass diese Kriegführung historisch überholt sei? Aber wieder stehen sich NATO und Russland hochgerüstet gegenüber. Wieder werden die alten Feindbilder und Pläne von den Militärs hervorgeholt und den neuen geostrategischen Interessen angepasst, einschließlich der Option, Atomwaffen einzusetzen. Eine neue Generation von kleineren, lenkbaren nuklearen Waffen ist geplant und wird im Rahmen der nuklearen Teilhabe in Deutschland stationiert werden. Im Ernstfall werden sie von deutschen Tornado-Piloten abgeworfen. Es geht nicht um Abschreckung oder militärisches Gleichgewicht, sondern darum, durch einen atomaren Erstschlag die Kräfte des Gegners auszuschalten. Das ist das Gefährliche an dieser Strategie.
Zu Beginn letzten Jahres wurde von den Regierungsvertretern gepredigt, Deutschland müsse endlich Verantwortung in der Welt übernehmen. Aber wie wurde das umgesetzt? Statt sich auf Friedensdiplomatie und wirtschaftliche Aufbauhilfe zu beschränken, wurden Militäreinsätze beschlossen wie in Afrika und im Nahen Osten. Für einen Eintritt in den Syrienkrieg gab es keinen Grund. Mit der fadenscheinigen Begründung, wir müssen Frankreich gegen den IS beistehen, wurde er ohne großen Widerstand im Bundestag durchgewunken. Dabei war bekannt, dass der IS durch Bombardierung allein nicht zu besiegen ist. Statt Konflikte zu beenden, beteiligen wir uns an ihnen und tragen damit zu ihrer Ausweitung bei. Das ist im Laufe des vergangenen Jahres zur Selbstverständlichkeit deutscher Politik geworden. Dabei geht es überall um wirtschaftliche und machtpolitische Interessen. Nirgendwo hat die militärische Beteiligung Deutschlands zu Frieden beigetragen. Nicht in Afghanistan, nicht im Irak und nicht in Syrien. Im Gegenteil, Syrien ist zum Flächenbrand geworden. Der Weltfriede ist in größere Gefahr geraten als in den Jahrzehnten davor. Wie naiv sind unsere Volksvertreter? Menschen, die noch den letzten Krieg im Gedächtnis haben, graust es vor den Folgen. Es sind viele Entscheidungen im Verlauf des letzten Jahres getroffen worden, die, wie ich finde, in eine falsche Richtung führen. Auch in der Europapolitik. Es gab keine Solidarität gegenüber Griechenland. Statt dem vom Staatsbankrott bedrohten Land auf die Beine zu helfen, hat sich die deutsche Regierung hinter die Politik der Troika von EZB, Weltbank und IWF gestellt und auf rigorosen Sparmaßnahmen bestanden. Davon waren aber hauptsächlich der soziale Sektor betroffen. Das führte in Griechenland zu einer 50-prozentigen Arbeitslosigkeit. Der Mittelstand wurde ruiniert. Viele Menschen wurden zur Auswanderung gezwungen und die Bevölkerung in eine nicht endende Notlage gebracht. Aber die Gläubiger, allen voran deutsche Firmen und Banken, konnten und können sich bis heute bereichern. Wo war da die Solidarität Europas? Merkel und Schäuble haben sie verspielt. Während es Griechenland immer schlechter ging, wurde in den Medien betont, wie gut die deutsche Wirtschaft dastehe. Kein Wunder, denn sie hat von der griechischen Krise nur profitiert. Merkel erklärt ihre Politik immer als alternativlos, aber sie meint vorteilhaft für die Wirtschaft. Alternativlos gegenüber Putin, alternativlos in der Griechenlandfrage, alternativlos auch in der Flüchtlingspolitik. Was Deutschland kann, soll ganz selbstverständlich auch die anderen EU-Länder leisten. Auch wenn es ihren innenpolitischen Frieden gefährdet. Ob aber ihr Plan, diese große Zahl von Flüchtlingen ins Land zu holen, letztendlich ein guter Plan war, wird sich daran entscheiden, ob wir sie gut integrieren. Die Regierung hat Fehler gemacht. Die Bevölkerung wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und nicht ausreichend informiert und unterstützt. Die Folge war, in manchen Regionen fürchten ärmere Leute Benachteiligungen, Konkurrenz und kulturelle Überfremdung. Andere fürchten den Verlust ihrer Lebensqualität. Die Politik hat es versäumt, diese Menschen mitzunehmen und zu beruhigen. Das offenbarte sich nun in dem großen Wahlerfolg der AfD, einer rückwärtsgewandten nationalistischen Partei. Es
ist nur dem Engagement vieler freiwilliger Helfer zu danken, dass es nicht zu einem humanitären Chaos kam. Es darf nicht gespart werden auf Kosten der Helfer und Gemeinden. Die schwarze Null muss weg. Die militärischen Ausgaben müssen gestoppt werden. Dann ist genug Geld für die Integration da. Mit ihrem neuen Plan macht nun Frau Merkel einen humanitären Salto rückwärts. Sie verurteilt den größten Teil der Geflüchteten zum Ausharren in griechischen und türkischen Lagern. Dort warten sie auf ihre Einreise nach Europa. Dort sitzen sie fest, ohne Perspektive und Bargeld. Nach allem, was sie schon durchgemacht haben. Oder sie müssen neue, gefährliche Routen in die EU suchen. Ist das ein verantwortungsvoller Umgang mit Menschen in existenziellen Notsituationen? Liebe Freundinnen und Freunde, auch wenn sie nicht so auftritt, die Bundeskanzlerin regiert undemokratisch. Trotz riesiger Demonstrationen verliert sie kein Wort über die starke Bürgerbewegung gegen die transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Selbstherrlich im Kreis von Spitzenfunktionären der EU und Wirtschaftslobbyisten will sie dieses Abkommen um jeden Preis durchziehen. Unsere Kinder und Enkel werden in einer anderen Gesellschaft leben. Die Sorgen der Menschen sind begründet. Grundlegende Eingriffe in unser Rechtssystem sollen eine breite Zustimmung des Volkes für einen grundlegenden Eingriff in unser Rechtssystem sollte es eine breite Zustimmung des Volkes geben. Aber die Regierung Merkel-Gabriel fühlt sich nur den Interessen der Konzerne verpflichtet. Diese sogenannten Freihandelsverträge müssen und können wir noch verhindern. Nutzt alle die Gelegenheit beim Besuch Obamas zur Industriemesse in 4 Wochen in einer mächtigen Demonstration gegen TTIP auf die Straße zu gehen. Zeigen wir es den Regierenden. Ich fasse zusammen. Deutschland rüstet in großem Stil auf, will im Fahrwasser der USA wieder eine Militärmacht werden. Grundgesetzwidrig beteiligt es sich, ohne angegriffen zu sein, an Kriegen. Exportiert Waffen auch in Krisengebiete. Es duldet aktiv die Stationierung einer neuen Generation von Atombomben. Der europäische Zusammenhalt ist kurz vor dem Zerbrechen. Die Flüchtlingspolitik ist halbherzig. Bürgerinnen und Bürger, was folgt für uns daraus? Bald beginnt der Bundestagswahlkampf 2017. Nutzen wir unsere Stimme. Fordern wir von der Regierung und von jedem Abgeordneten. Unterstützt eine aktive Friedens- und Sicherheitspolitik in Europa unter Einbeziehung Russlands. Stoppt deutsche Militäreinsätze. Beendet die Waffenexporte, vor allem in Krisengebieten. Sorgt dafür, dass die Lebensinteressen der Menschen nicht den Profitinteressen der Multis geopfert werden. Wir wollen eine Politik zum Wohl der Menschen. Lasst uns für eine friedliche Zukunft kämpfen. Danke sehr fürs Zuhören. Ja, danke auch für den Beitrag.